US-Präsident Donald Trump hat der Türkei für den Fall eines Angriffs auf die kurdischen Truppen in Nordsyrien mit wirtschaftlicher Zerstörung gedroht. Umgekehrt wolle er aber auch nicht, dass die Kurden die Türkei provozierten, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er sprach sich zugleich dafür aus, eine gut 32 Kilometer große Sicherheitszone zu schaffen. Seit der Ankündigung des Abzugs der US-Truppen aus Syrien gibt es Sorge vor einem dadurch entstehenden Sicherheitsvakuum im Norden und im Osten Syriens. Die USA unterstützen in Nordsyrien die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat IS. Die Kurden befürchten nach einem US-Abzug eine Offensive der Türkei auf syrischem Gebiet. Die Türkei sieht die YPG als Terrororganisation an und hat angekündigt, sie zu zerschlagen. Die türkische Armee hatte am Wochenende ihre Truppen an der Grenze zur nordsyrischen Provinz Idlib weiter verstärkt. Türkische Sicherheitskräfte wollten sich aber nicht dazu äußern, ob dies die Vorbereitung auf einen Einsatz jenseits der Grenze ist.